Hallöchen, heute nehmen wir dich mit auf die Tour durch das romantische Fuhlbachtal. Wir zeigen dir den Rundwanderweg von ca. 7,6 Kilometern und folgen der Kennzeichnung romantisches Fuhlbachtal, dem Eisvogel auf blauem Grund. Zusätzlich erwarten dich noch weitere Informationen zu der Tour und dem Fuhlbachtal. Dich interessiert das Naturschutzgebiet Fuhlbachtal und was es alles zu sehen gibt und ob es wirklich romantisch ist? Dann begleite uns. Am Ende soll unser Fazit zu dem Wanderweg nicht fehlen. Jetzt wollen wir ja erst zu unserem Startpunkt, ne? Ja. Leider hat nämlich eine bekannte Suchmaschine bei der Eingabe von dem Wanderparkplatz Mittweg auf den verkehrten Parkplatz verwiesen. Daher durften wir zuerst ein paar Kilometer bis zu unserem wirklichen Startpunkt zurücklegen. Aber alles halb so wild, das Wetter spielte mit und wir freuten uns auf die Strecke. Nach den Erfahrungen mit den Aufnahmen von dem Video Ems Erlebnisweg und der fehlerhaften Tonspur nahmen wir uns die Zeit und überprüften am Parkplatz in aller Ruhe unsere Technik. Diesmal sollte uns dieser Fehler nicht erneut unterlaufen. Nach den Extrakilometern hatten wir endlich unseren Startpunkt erreicht und Olli übermittelte eben die Koordinaten von dem Parkplatz am Wanderweg Fuhlbachtal. Ein guter Freund und zugleich einer unserer treuen Abonnenten hatte sich bereit erklärt, uns am Ende der Tour auch wieder abzuholen. Lieben Dank nochmal an dich, Thorsten. Nun konnte es mit dem eigentlich geplanten Wanderweg richtig losgehen. Hallo, müssen wir euch aus dem Video schneiden? Kein Problem, alles gut. Kein Problem, dann kommt da absichtlich rein. Wenn wir schneller gehen, haben wir zwei Hauptdarsteller. Oh, ist herrlich hier, ne? Am liebsten hätte ich hier eine Bank jetzt erstmal und dann erstmal zwei Stunden genießen. Schöner, weicher Boden, ne? Wolltest du die Funke erstmal ausmachen?
lächerlich hier, ne? Das Naturschutzgebiet Fulbachtal ist ein ca. 200 Hektar großes Gebiet in der Senne in Nordrhein-Westfalen. Es trägt den offiziellen Namen Schluchten und Moore am oberen Fulbach. 121 Hektar gehören zu dem Gemeindegebiet von Schloss Holte-Stutenbrock im Kreis Gütersloh und 84 Hektar gehören zu Augustdorf im Kreis Lippe. Für die Städte Bielefeld und Paderborn dient das Fulbachtal als Naherholungsgebiet. Während am Fulbach Eichen, Buchen, Birken und Erlen wachsen, ist die Vegetation auf den Binnendünen jedoch von Kiefern geprägt. Seltenere Pflanzen, die im Fulbachtal wachsen, sind mitunter Rosmarinheide, Sonnentau, Moosbeeren und Wollgras in den Mooren. Die Pflanzen Rauschbeere, Königsfarn und Keulenbärlapp und kleines Wintergrün kann man in den Kiefernwäldern oder Siebenstern und Riesenschachtelhalm an den Fulbachtalquellen sehen. Der urwaldige Zustand des Gebiets bietet ideale Lebensbedingungen für viele verschiedene Vogelarten wie dem Schwarz- und Buntspecht, der Wasseramsel, dem Eisvogel und vielen weiteren. Wir müssen hier links. Wegen der sehr guten Wasserqualität stellt der Fulbach ein wichtiges Fortpflanzungsgewässer für die gefährdete Fischart Neunbachauge dar. Auch Bachforellen sind hier ebenso anzutreffen wie Grünfrösche und Erdkröten. In den Mooren finden stark gefährdete Libellenarten gute Lebensbedingungen. Begleite uns im zweiten Teil zu den Bennteichen, zur ehemaligen Tuttgemühle und wir steuern dann mit dir die naturbelassenen, bildromantischen Wege entlang des Fulbachs an. Auf bald und lieben Dank fürs Reinschauen.